doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Me and my niggas tryna get it, you bitch. You bitch. Hit that house, like, tell me, is you with it, you bitch. Also, meine Damen und Herren. Hey. Mein Name ist Niklas Wilson-Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Vlog oder ich weiß nicht, wie man dieses Video betitelt, weil wo wir uns hier gerade befinden, ist so quasi für mich back to the roots. Ich bin hier aufgewachsen, ich zeige euch nicht ganz genau das Gebäude, aber hier bin ich groß geworden in Nürnberg, ich bin Nürnberger Junge und ich nehme euch heute mit, weil, ich habe es schon mal in meinen Instagram-Stories erwähnt und auch in Streams, ich habe in Nürnberg meinen ersten eigenen Laden, was für mich emotional surreal ist und auch manchmal noch nicht ganz nachvollziehbar und auch manchmal auch nicht wirklich ernst zu nehmen, weil, hallo, ich bin Willi. Aber ich nehme euch auf das Ganze mit, ich zeige euch den Laden. Ja, und ich werde euch noch ein bisschen zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Und wir werden in den Laden fahren, wie es sich gehört. Hinter der Kamera ist Omid, den werdet ihr auch hallo. Ein, zweimal sehen. Omid, du kannst mir hier filmen. Wo wir sind, Nürnberg Maffeiplatz 90459. Was ist los, Cousin? Südstadt. Das ist die Südstadt. Keine Ahnung. Jeder, der aus Nürnberg kennt, weiß, Südstadt ist halt Leben. Ne? Also ist schon sehr surreal, wenn ich manchmal mich daran erinnere und es ist auch wirklich schön, immer hier zu sein, weil hier bin ich groß geworden. Hier ist auch eine Schule, auf die habe ich es nicht geschafft. Adam Kraft. Scheißschule. Es gibt hier so viele Sachen zu erzählen. Hier auf diesem so ein Sportplatz ist da, wurde ich mal gehauen. Und im späteren Alter sage ich auch zu Recht, weil ich war immer frech auf dem Platz beziehungsweise auf dem Fußballplatz, wo wir immer gekickt haben. Und ich habe es hinbekommen, jemanden so krass zu provozieren, dass er mich eine Stunde gejagt hat. Ich geschafft habe, eine Stunde wegzukommen und dann dementsprechend wurde ich auch vermöbelt, aber im positiven Sinn. Und da haben wir uns kennengelernt, mein Bruder jetzt. Ja, stimmt. Das ist so crazy. Das ist wirklich back to the roots. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit meiner Mama. Ganz, 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 ganz verrückt. Ich weiß, oder es wird nie so sein, dass man, oder ich krieg's glaube ich nicht hin, die Emotionen so in ein Video zu bekommen, wie ich mich fühle. Aber für alle Leute da draußen, das ist für mich ein sehr, sehr, sehr besonderer Tag. Und ich werde sehr oft im Video Danke sagen, aber ich werde es auch jetzt nochmal sagen. Vielen, vielen, vielen Dank für das, was ich habe und was ich erlebe. Es ist verrückt. Sunglass tief im Gesicht, denn ich brauch mein Space. Da vorne, da ist, und das fühlen Kids aus meinem Jahrgang und auch älter, früher vorm Zocken oder nach dem Zocken zum Lotto gegangen, mit dem Euro warst du der König. Center Shock, diverse andere Sachen. Mit dem Euro bin ich da wieder zum Sportplatz gekommen, als wäre ich der König. Ich war gefragt wie noch nie. Und Kratzeis auch im Sommer. Kratzeis, Meter. Kratzeis, also, Wassereis. Hier, das ist Maffeiplatz, meine U-Bahn-Station. Ihr seht, Maffeiplatz. Und ich habe 2 Minuten von dieser U-Bahn-Station quasi gewohnt. Und das ist der Fußballplatz, wo ich Leuten den Fußball beigebracht habe, näher gebracht habe. Das nennt sich Anna Park, aber der ist auch nicht mehr wie früher. Wirklich, hier war die schönste Zeit in meiner Jugend. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen, auf diesen Platz. Dahinter war auch noch mein Hort. Wie hieß der Hort? Kopernikus irgendwas? Oder? Ja, kann sein. Sollen wir mal hin? Ich zeige euch mal wirklich den Platz, wo ich tagtäglich in meiner Jugend war, also Real Talk. Ich bin in den Sommer nicht in den Urlaub geflogen, sondern ich war in meinen Sommerferien hier. Das ist der Shit. Hier wurde ich auch übrigens schon geschlagen. Wenn ich hierbei noch mal ganz kurz was hinzufügen darf, ist, dass ich hier auf dem Bolzhaus einmal der größte Wichser war. Der hat einfach, wenn sich Leute so richtig, und hier wurde richtig alles ernst genommen, das war so wie Champions League vor allem am Sonntag, wenn sich Leute richtig viel Mühe gegeben haben und so gegrätscht haben, der hat die einfach von der Seite mit seinem dreckigen Lachen immer ausgelacht, Digga. Also hier wirklich war geisteskrank. Ihr seht diesen Platz, in diesem Platz ging es mehr als im Fußball Tor zu Tor. Das hieß bei uns Fördern. Fördern bis 3, Fördern bis 2, die anderen haben außen gewartet. Das war der Käfig. Es war so geil, man hat den Ball genommen, draufgekloppt und hier hat man gezockt. Und ihr müsst euch vorstellen, das war immer rappelvoll. Also kein Spaß, hier wurde Leben gegeben und das ist meine Jugend.
um das auch mal nebenbei ins Video reinzubringen, weil es ist ganz cool, das zu sehen. Immer noch dieselben Leute, ne? Früher war das ja, also früher war es ja kein Sandplatz, sondern einfach alles Gummi. Ja. Willst du nicht sagen, was wir jetzt machen? Also, jetzt kommt der nächste Step. Wir fahren zu meinem Laden. Crazy, 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 crazy. Hey Jungs! Was geht ab? Bitterweg, kennt ihr? Ja. Ehrlich? Ja. Von wem kennt ihr das? Von mir selber. Sehr stark. Schaut dir einer von euch Eli? Ja. Willst du fahren? Ja. Schreibt mal halt in die Kamera, Vita-Welt, schreibt mal. Vita-Welt! Ja, wir fahren jetzt in meinen eigenen Laden, in die Nürnberger Innenstadt. Wie wir fahren mit der U-Bahn. Warum? Back to the Roots, genauso wie alles angefangen hat. So soll es auch weitergehen. Wir werden natürlich auch, ja, schwarz fahren. Empfehle ich keinen da draußen. Macht mir nicht nach. Aber es muss auch ein bisschen Nervenkitzel dabei sein. Ich werde nicht erwischt. Niklas Sommer wird nicht erwischt, egal wie. Warum? Ich kann laufen. Das ist die Devise. Kann nicht laufen. Hier ganz oft auch früher haben wir einfach an hier diese U-Bahn-Station, wenn wir gegangen sind, mit den Bällen immer an die Wand gehauen. Und wir wollten nämlich schauen, wie oft schaffen wir es, dass der Ball rechts und links an die Wand klopft. Keiner weiß warum. Dieser Laden, ja, ja. Wenn jetzt da nichts noch Süßigkeiten ist, hat sich nichts verändert. Ich bin 24 jetzt. Das sind noch die Süßigkeiten von vor 8 Jahren. Nee, ey, das ist der Spot. Hier wurde eingekauft, ich werde noch was holen. Oh mein Gott, guck dir bitte die Preise an. Das ist Kindheit. Das ist Kindheit. No cap. Riecht irgendwie eine Tüte? Ist immer noch der gleiche Mann. Wie geht's Ihnen? Kennen Sie den noch? Ja, ich bin den ersten Kommentar. Alter, dieses Board da war nicht. Nimm mal Zange, aber. Ja, nee, mein Fehler, ne? Zeig mal, was du reintust, ist glaube ich auch interessant. Ich hab von einem jetzt ein bisschen was reingemacht. Ich bin 45 zurück. Dankeschön. Hallo. Schmecken noch viel früher. Ich schwöre. Voll krank, ja. Vor allem diese Schnecken, die waren so hart früher. Ich glaube, das sind immer noch dieselben von vor 8 Jahren. Schlauen Lebentipp. Immer vorne beim Fahrer einsteigen, weil so könnt ihr schnell reagieren, wenn ihr schwarz fahrt. So kommt ihr auch wieder raus. Wer hinten einsteigt, hat verkackt. Ist eine kleine Weisheit. Nimmt es mit, nimmt es an, was ihr draus macht. Euer Ding. Aber hier ist der Spot, wo ihr einsteigt. Hier ist der U-Bahn-Fahrer und hier steigst du ein. Und man sieht doch, wer alles einsteigt. Man sieht, wer alles einsteigt und du siehst, wer drin ist in diesem Waggon. Schlau im Leben. Jetzt schlau im Leben. Vorne einsteigen, weil ihr seht, wer ein- und aussteigt. Kein Kontrolleur. Ich höre, der kennt man so gut. Niemand von denen ist Kontrolleur. Die Luft reinhaben. Back to the Roots. Würde so passen, wenn ich erwischt werden würde. Willi! Siehst du einen? Siehst du, ich bin so krass. Ihr seht hier als allererstes, wenn die U-Bahn reinfährt, ob ihr ein Ticket habt. Steigt ein, Jungs, alles clean. Also, wir sind jetzt Nürnberg-Lorenzkirche, Innenstadt. Ihr werdet sehen. Ich weiß nicht, wenn es genauso geht wie mir, aber Winterzeit, es ist bodenlos, dass es um 17 Uhr dunkel ist. Früher war es so, ich hatte um 16.20 Uhr Schule aus. Das hieß, ich bin 7 Uhr aufgestanden, es war dunkel. Ich bin nach Hause gekommen von der Schule, es war dunkel. Wo war mein Leben? Und danach war ich beim Training. Wo war mein Leben? Ja, Nürnberg Innenstadt, herzlich willkommen, schaut es euch an. Wir haben einfach Five Guys, so random. Steckt in mein Rippin' Bottega Glasses. Ich weiß nicht, ob der Mythos immer noch lebt, weil ich lange aus Nürnberg weg bin. Aber ich bin Nürnberger Junge und früher war der Mythos so, Atlantik-Döner, bester Döner in Nürnberg. Aber früher musstest du schon dafür deine Seele ausziehen. Früher Döner 2,50, dann bist du auf 3,50 gewechselt. Jetzt ist der Döner ja schon bei 10 Euro. Macht euer Ding, Jungs. Macht euer Ding. Aber kleiner Tipp, wenn euer Döner heute noch 2,50 kostet, könnt ihr euch sicher sein, dass er auch von alleine laufen kann. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Döner sich selbstständig macht, nachdem ihr gegessen habt. Never send a bitch out die. That's how you get shot.
IDM in Vanish Mode, I do that shit. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was mache ich in diesem Laden? Ich hole den Schlüssel ab für unseren Laden, für die Zukunft. Falls ihr in Nürnberg seid, ich glaube, es ist auch der Punkt, das kann ich auch sagen, wenn jemand von euch da draußen bei mir ein Praktikum machen möchte und den coolsten Praktikumplatz Deutschlands haben möchte, schreibt mir auf Instagram, ihr wisst, was ihr für eine Arbeitszeit bekommt. 11 Uhr kommt die an, 14.30 Uhr ist Schicht im Schacht. Und ihr kriegt die beste Bewertung in eurem Leben. Kann sein, dass ihr nach diesem Praktikum Klassensprecher werdet, weil da werden Sachen drinstehen, die ihr nie gemacht habt. Es ist eine Sache, wie es ihr am Ende verkauft in der Klasse. So, wir sind hier am Weißen Turm. Und hier, das ist der Weiße Turm? Das ist der Weiße Turm. Und hier befindet sich auch der Laden. Wieso heißt der eigentlich Weiße Turm? Der ist gar nicht weiß. Gott sei Dank sind wir jetzt hier, wo wir sind. Alter. Vor meinem eigenen Laden. Ja. Das ist er. Das ist er. Ehrlich? Ja, hat jeder gehört, ne? Halle Berry, oh Hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Das ist mein Baby. Wenn ich sage, Angestellter soll in die Ecke kacken, dann kackt er wahrscheinlich auch in die Ecke. Wahrscheinlichkeit so. So, ab jetzt ist Pause. Also jetzt sind wir hier auf der rechten Seite, wo auch die kompletten Basics hängen werden. Und das Wichtigste, in dieser linken Ecke da wird ein Kühlschrank stehen, wo es ein gekühltes Vitaweed gibt. Das heißt, ihr kommt rein, nehmt euch eine Pulle Vitaweed und dann geht das Abenteuer weiter. Vor dem Laden sind unglaublich viele Leute. Falls die Leute das sehen, die vor dem Laden waren, ihr seid die Besten. Außer da war ein Junge, der hat mich so abgefuckt. Geisteskrank. Ich habe ihm 5 Euro gegeben dafür, dass er nie wieder kommt. Hier ist Omed. Hi. Hier, genau hier, wo noch nichts steht, wo nichts zu sehen ist, wird die Theke sein. Hier wird dann abkassiert. Dahinter wird auch einmal in so LED-Format ERE stehen. Und was wichtig ist, in diesem Laden läuft 24 Stunden coole Musik. Das heißt, ihr kommt hier rein und habt immer einen guten Beat auf Lager. Es wird gute Musik laufen, das ist Garantie. Ihr habt Vitaweed, ihr habt coole Klamotten und ihr habt coole Musik. Der Rest liegt an euch. Ich hoffe, die Bilder helfen euch für die Raumvorstellung. Es ist schwer, das Ganze zu erklären, aber ich probiere mein Bestes. Das ist das Erdgeschoss bzw. Etage 1. Das Coole kommt jetzt. Wir gehen in Etage 2 bzw. Etage 1. Macht, was ihr wollt draus. Folgt mir einfach. Wir gehen hoch. Okay, ihr habt den Laden unten gesehen. Vorstellungskraft muss vorhanden sein für jeden Einzelnen da draußen. Wenn nicht, ich glaube, es wird so geschnitten, dass 3D-Bilder eingefügt werden in das Video und ihr euch dann bildlich vorstellen könnt, was und wohin kommt oder wie und was gestaltet ist. Aber jetzt, bevor ihr zu lange meine Fresse, gehen wir hoch. So, weil eine Etage nicht reicht, gehen wir in die zweite Etage. Das ist der obere Bereich. Nice, Alter. Bei allem Respekt. Geisteskrank. Das ist der obere Bereich. Also hier, das ist nur für Angestellte, das kann ich euch auch mal gleich zeigen. Falls einer von euch einkaufen geht und kacken muss, hat er hier die Möglichkeit aufs Klo zu gehen. Das Ganze wird zwar nochmal renoviert. Also hier seid ihr gerade auf dem Gäste-WC. Hier könnt ihr aufs Klo gehen, hier könnt ihr Hände waschen. Ja,
Den Rest, den macht ihr. Was willst du sonst auf der Toilette machen? Wieso? Ich weiß vieles, was der Jungs da draußen auf der Toilette machen. Jetzt sind wir hier im oberen Bereich. Das ist Etage 2. Wie es eingerichtet wird, so wie hier es sein wird, werdet ihr den Laden gar nicht wiedererkennen. Der wird von Grund auf neu eingerichtet. Da steckt so viel krasse Arbeit dahinter und so viel Freizeit. Das ist unglaublich. Aber ihr müsst euch vorstellen, hier dann so, und jetzt kommt ein Bild eingeblendet, und dann hier so. Und also das Ziel, mein Ziel war, wir werden hier eine Code, hier werden Ankleidekabinen hinkommen, wo das Ganze eingekleidet wird, wo ihr euch umziehen könnt. Dann wird eine Couch hinkommen, dann wird hier ein Tisch hinkommen, dann werden da nochmal Sachen aufgehangen, hier werden Sachen aufgehangen mit zwei Seiten. Dann kommen da auch noch Bilder hin, die wir extra anfertigen lassen. Schöne Grüße gehen raus an Uli. Uli, falls du das siehst, ich erwarte ganz, ganz, ganz viel von dir. Auf jeden Fall habe ich da aber auch komplettes Vertrauen in dich. Der nächste Punkt ist, es ist schwer, das bildlich sich mit der Raumvorstellung alles so zu erklären, aber ihr werdet es in den Bildern sehen und ihr seht einen ganz kleinen Trailer, der jetzt gezeigt wird. Wissen auch schon, wo der Laden ist, weil Achtung, Fenster jetzt. Also ich weiß nicht warum, aber Jungs, kann ich. So, ihr habt oben die Einrichtung, beziehungsweise ich habe euch probiert, oben zu erklären, wie es ausschaut, aber es ist auch nicht meine Stärke. Aber was auch gezeigt werden kann, ist das Lager, wo die Sachen dann lagern. Hier ist die Küche. Diese lockere Küche. Gut, Wasser abgestellt, ist immer gut. Ja, hier seht ihr das Ganze dann. Hier ist ein langer Gang zu der Tür hinten raus. Geht es dann zum Lager. Da werden die ganzen Sachen gelagert. Und das ist ein Gang. Der ist weiß, relativ schmal, lang gezogen. Aber trotzdem sehr stabil. Was kann ich euch noch erzählen? Wir haben hier zwei Fenster zum Lüften. Ihr seht, einfach geil. Wenn ihr das jetzt in den Kommentaren seht, schreibt einfach mal geil. Ja, das ist der Weg zum Lager. Hier geht's dann wieder zum Laden. Ich weiß gerade gar nicht, ob du diese Rohmaterialien brauchst, Digga. Aber, also die, weiß ich, dieser Gang, Bruder, aber... I remember. Oh, Big Gang! Ich glaube, ich war jetzt noch 20 Minuten unten, hab mit den coolen Menschen da draußen Fotos gemacht. Schon mal. Krieger, ne? Ja. Also manchmal ist vieles fragwürdig, in der Hinsicht ist sowas fragwürdig, aber viel. Das war ein kleiner und spontaner Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Einblicke und ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen, weil es ist wichtig, dass ich euch das näher bringe, weil dieser Laden existiert oder eröffnet nur, weil ihr das Ganze so krass supportet, weil ihr es auch feiert, was mich unglaublich happy macht und sehr, sehr, sehr stolz. Ich hoffe und sage Danke bis hierhin und ich bedanke mich auch schon für das, was auf uns zukommt, was noch alles kommt, auch in der Hinsicht Vita-Welt und das Ganze, das ist unglaublich und manchmal gar nicht in Worte zu fassen, wie das Ganze seinen Lauf genommen hat und es ist auch sehr, sehr, sehr schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ich habe halt das Glück, das Privileg und ja, ich habe einfach das Glück gehabt, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Ich habe Glück, solche Freunde zu haben. Ich habe Glück, solche Menschen zu haben, die mich supporten. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das nochmal sage, weil
Man sollte sich immer wieder daran erinnern, wo man herkommt. Und ich sage vielen, vielen, vielen Dank für diesen unglaublichen Support. Ich bin unglaublich dankbar. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und in diesem Sinne würde es mich freuen, wenn ihr einen coolen Kommentar da lässt, ein Like da lässt und diesen Kanal abonniert, weil das Ganze ist kostenlos und Support ist kein Mord. An der Stelle, es geht 1, 1, 2, 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